Wisst ihr, warum sie diesen Pferdestall hier genau platziert haben? Wir haben ja das letzte Mal diese Hieroglyphen angeguckt, das Rätsel geknackt mit Impa. Lustigerweise ist der Heißluftballon ja auch wieder zurück. Interessant, interessant. Das Schrein haben wir da oben auch schon abgeschlossen, das ist alles in der Playlist abgelegt. Und heute haben wir eine lange Reise vor uns. Und das ist auch der Grund, warum sie hier diesen Stall hier platziert haben. Einfach, dass wir hier diese lange Reise, wo wir jetzt da unternehmen, nachdem wir auch den Turm das letzte Mal hier aktiviert haben, geht es eigentlich so dahin. Da wäre eigentlich wahrscheinlich der Weg meines Wissens für die zweite Aufgabe. Und für die, also für die zweite neue Hauptaufgabe, wo wir bekommen haben, für diese Hieroglyphen. Und die andere Aufgabe besteht eigentlich wahrscheinlich darin, hier durchzugehen. Da geht man natürlich am schnellsten mit dem Pferdchen rum. Aber das Problem ist natürlich, wenn man natürlich so schnell durchgeht, dann verpasst man ja vieles, finde ich. Wie zum Beispiel auch hier ist noch einer. Aber da mache ich jetzt gerade diese Nebenquest nicht. Ja. Also das heißt, im Grunde genommen, wenn ich so nach der Karte jetzt gehe, gehe ich ja eigentlich wieder zurück. Das heißt, wir müssen hier nach oben laufen. Ich habe ja auch schon mal in einer Folge, habe ich die Karte so eingestellt, dass sie sich nicht mehr immer dreht, dass wir eigentlich immer richtig Richtung Norden laufen, ne? Und wenn wir das so anschauen, dann bin ich jetzt nachher richtig. Und da oben kommt eine Verzweigung. Ich werde aber nicht den ganzen Weg zu laufen. Das wäre jetzt ein bisschen vielleicht langweilig zum Zugucken. Das heißt, wenn ich was Interessantes hier auf dem Weg finden würde, zeige ich euch das Ganze. Wie da vorne zum Beispiel irgendein Mensch da rumlaufen ist. Vielleicht hat er unseren Geheimtipp. Der gibt mir eine Info betreffend den Kartografiertürmen. Ne? Dass es auch Türme hat und so, man auch weiterhin aktivieren kann. Er sagt auch, vielleicht wäre es nicht schlecht, die dann zu aktivieren, die anderen. Aber wir haben ja eine für diese Mission wahrscheinlich auch jetzt schon. Ist ja auch noch ein cooles Gebirge, wo ich jetzt gerade hier bin. Bin bei dieser Verzweigung links abgebogen. Geht jetzt einfach mal weiter. Klar, ich hätte auch natürlich mit dem Pferd schneller durch galoppieren können. Ich weiß gar nicht, ob man mit dem Pferd irgendwie... da oben hat das auch noch Sachen. Lass ich jetzt aber mal sein. Wo man mit dem Pferd eigentlich auch die Sachen am Boden aufnehmen kann. Müsste ich mal testen. Da vorne zum Beispiel ein neues Monster. Dieser Geist gab es auch mal. Mehr so in einem, ich weiß nicht, Wassergebirge. Okay, ist lustigerweise auch ein bisschen hier. Der läuft hier auf dem Wasser die ganze Zeit. Ich habe den komischen mal sein gelassen. Irgendwie brauche ich Ewigkeiten, bis er down geht. Obwohl ich jetzt ein bisschen eine stärkere Waffe auch genommen habe. Und ich wäre übrigens auch fast vom Blitz getroffen worden. Wegen des Metallschild oder was das auch war. Da muss man ein bisschen aufpassen und das einfach dann schnell ablegen. Also ablegen nicht auf den Boden, einfach auf nichts klicken. Bei einer Verzweigung sind wir angekommen, gehen wir weiter westlich. Da unten ist auch noch einer am Kämpfen. Vielleicht gibt er uns irgendeine Belohnung, eine Waffe oder so, aber er braucht irgendwie ein bisschen Hilfe. Die knalle ich übrigens auch sehr gerne mit denen ab, weil die haben alles so Holzschilde. Ja, muss man natürlich auch treffen, sonst ist das nicht so gut. So. Wow, Multiplayer. Mhm. Das ging ja noch. Bienen angegriffen, nur hat das mir Angst gemacht. Okay, danke für die Rettung, also anbieten. Okay. Ja, das kann man gut gebrauchen. Ja. Auch Insekten sind so tolle Schilde und Flügel. Die hatten Chintin-Panzer. Okay. Ich schulde dir was, weil du mich gerettet hast. Deshalb werde ich ein paar Insektenweisheiten an dich weitergeben. Okay, mal schauen, was er noch alles Interessantes sagt. Er hat jetzt einfach ein bisschen ein Grundwissen über Insekten, welche Insekten so ein bisschen so im Wintergebiet oder Feuergebiet alles so ein bisschen so gibt. Habe ich auch noch einen NPC angetroffen, der sagt mir irgendwie, auf einer Anhöhe bei den Harzblutsümpfen ist ein Tümpel und darunter Wasser sind Schatztruhen zu sehen. Also er redet von mehreren. Und er fragt sich, wie man die aus dem Sumpf bekommt. Der NPC war übrigens hier auf meiner Route gerade. Ich glaube, wir helfen dem mal mit seinem Schild. Weil da hat es ja auch so ein paar Schwebebalken da. Vielleicht können wir das damit abstützen, damit es nicht so krass dann umfällt. Und wir einfach irgendwie so ein bisschen so an. Na,
Hält das nicht? Das hält ja gar nicht, ja. Okay, dachte ich, könnte ihm da am besten behilflich sein, aber geht nicht. Vielleicht geht's ja so, mit einer Bodenplatte, ob da er was das sagt. Oh, ich habe dich doch schon mal gesehen. Ich habe alle Hände voll damit zu tun, okay? Das sonst stelle ich die anderen Schilder auf. Ja. Lass doch mal los. Okay. Willst du auch mal stützen? Oh, dafür gibt's keine Entschuldigung. Was? Direkte Dummste, alles in Ordnung. Okay, war das jetzt gut? Nein, das war anscheinend nicht gut aufgestellt. Also, ich denke, die Platte, die ich jetzt hier am besten so zusammengestellt habe, die sollte eigentlich sehr gut stützen, wenn du nicht auch. Mal schauen, was er jetzt da sagt. So. Da bricht nichts zusammen, Junge. Kerzengerade. Ha! Perfektes Gerüst hier. Tja, sehr schön, ne? Großartig! Er schiebt von alleine ganz ohne ihn zu stützen. Das ist ja genau, wieso ist mir das nicht so schon früher angefallen? Na klar, wieso nutzen wir nicht alle gleich die Gelegenheit, um das Schild zu sichern? Also so und so und so und so und so. Ja. Alles fertig. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder. Hier ist Dankeschön. 20 Rubine aufs Konto. Außerdem musst du doch all der Arbeit doch hungrig sein. Dann kriegst du ein ganz besonderes Gericht von mir. Wow, ein neues Gericht. Cool. Kann man dann natürlich nachmachen unter Rezepte. Hier stammt das meine ganz persönliche Sammlung, aber du hast es dir verdient. Nochmal was? Donnerblume, da ist ja gütig hier. Jetzt kann ich endlich mich auch anderorts wieder Schilder aufstellen. Gut, dann bin ich mal weg. Ja, seht ihr, das ist noch eine coole Sache. Die sind alle auf dem Weg zu finden. Und der schöne Schrein ist auch noch auf dem Weg zu finden, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Und markieren kann ich ihn leider auch nicht. Ich hoffe, ich werde mich mal daran erinnern. Aber ich muss sagen, so weit ist er auch nicht entfernt und er gibt mir eigentlich eine Teleportationsmöglichkeit auch. Da auf dem Weg, wo ich jetzt gerade auch beim Schrein war, also Schrein war ich nicht, aber da ist auch noch einer gewesen, der hat einen Spurtkarottenkuchen gegeben. Hier, auf dieser Strecke in der Nacht übrigens, einfach so als Info. Das Interessante, dieser Schrein ist sogar auf dem Weg und da vorne erscheint ein neuer Stall. Also wenn man einfach hier ein bisschen dem Weg entlang geht. Also wie wäre es, wenn man den eigentlich da noch abschließt, dann könnte man sich immer dorthin teleportieren und dort nach ein Pferdchen wiederholen. Also abschließen muss man ihn eigentlich gar nicht, man muss ihn nur aktivieren und dann hat man die Teleportationsmöglichkeit auch. Also der war wirklich auf dem Weg und das mache ich natürlich gerne nebenbei noch hier. Dann seht ihr vielleicht, wo ihr auch mal Probleme habt und so, wie ich das so mache. Oder allgemein so ein bisschen so zur Unterhaltung auch. Cool. Also, hier ist der Schrein. Coole Sache. Der Schrein wird hier mit einer goldenen Farbe sogar markiert, aber man kann sich noch nicht hin teleportieren. Erst, wenn man ihn aktiviert hat. Und ganz weit da hinten befindet sich übrigens nochmal ein Schrein. Da unten ist dieser Stall. Da oben ist der nächste Schrein. Aber wie schon gesagt, dort laufen wir jetzt nicht hin. Kampftechnik, Pfeil und Bogen, cool. Ja, da bekommt man ein bisschen Ausrüstung. Also hier wird jetzt gefightet. Das sind eigentlich immer so Kurzschreine. Je nachdem, wie man sich ein bisschen anstellt. Oder vielleicht lernt man sogar was Neues von ihm. Ich weiß gar nicht, ob der Roboter da eigentlich wieder respawnt, sodass man immer wieder Bögen bei dem bekommen könnte. Ich weiß es nicht. Aber wir folgen mal schnell seinen Anweisen. Ziele sorgfältig und versuche das Haupt des Gegners zu durchbohren. Krass geschrieben. Was ist, wenn keiner einen Bogen hat? Ja. Jetzt gibt's Zetter-Beschreibung. Los. Zetter und loslosten. Ja. Ist lustig, dass man das hier so spät lernt. Also so. Bam. Okay, das war jetzt nicht gut, das Haupt. Oder hätte ich jetzt auf. Das kann nicht sein, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Ausgezeichnet. Oder habe ich vorher nicht getroffen?
So, fertig mit dem Schrein weiter. Okay. Die Häupter zu durchbohren. Was ist, wenn man keine Pfeile mehr hat? Dann ist man ja voll aufgeschmissen. Ich hoffe, das auch gehen mit Anvisieren. Ja, okay, gut, da bewegt sich mega schnell. Okay, sie meinen das. So direkte Schüsse. Ja, da hat man jetzt einen Bogen. Geil. Easy. Easy. Sehr schön. Ja, Bogenplatz wäre auch nicht schlecht. Haben die auch Pfeile oder sonst was da vorne noch gedroppt? Ist jetzt keine schwierige Technik gewesen, aber hey. Cool, cool, cool. Was haben wir da? Sonaniumschwert, okay. Ja, okay, nehme ich mal das ganze Zeug so schnell noch mit und gehe raus. So, als Bonustipp bei den Waffen müsst ihr übrigens ein bisschen aufpassen. Ich hatte vorhin eine Waffe, dort zeigte es bei mir beim Sonaniumschwert nach unten, als ich diesen Horrorblin-Hammer hatte. Aber als ich dieses Schwert da aufgenommen habe, das Sonaniumschwert, weil das ist ja schon, das habe ich da kombiniert mit was anderem zusammen, dann war es besser als das. Also muss man schon ein bisschen aufpassen, was die Grundwerte sind und diese Werte, wo man da zusammensetzt. Weil dann kann es natürlich sein, dass es dann nachher besser ist als das, was man vorhin benutzte. Und die Belohnung für den Kampfschrein ist... starker Konstruktbogen, cool. Und von dem Schrein können wir nämlich schön hier diesen Stall da aktivieren. Und oben haben wir auch den Teleporter auch dafür. Und das ist nämlich wahrscheinlich der Stall der Tabanacha-Brücke. Cool. Der Stall werde ich mal in einer anderen Folge ein bisschen noch genauer unter die Lupe nehmen. Auf meinem Weg, wo ich jetzt da wieder bin, haben wir nochmal so einen Schildhalter gefunden. Bei der Schildhalterung habe ich da einfach zwei große Bretter mal reingetan. Ich weiß nicht, ob das reicht, ob ich da noch ein drittes reinschieben müsste. Aber es sieht eigentlich schon sehr stabil aus. Mal gucken, mal schauen. Ja, bin ich gespannt. Ist das gut gewesen? Oh, es war nicht gut. Huh, ah doch, Kerzen gerade. Sehr schön, dann hat das schon gereicht. Schnelle Mission, mal schauen, was er uns da geben wird. So, hat das hier auch wieder schön zusammengebunden. Und das hält auch. Sehr nice. Schauen, das Dankeschön. Oh, wieder 20 Rubine. Ja, wenn man am besten Rubine braucht, dann wieso nicht. Und Essen gibt's auch noch. Neues Gericht, Kälteschutz, geil. Okay, und nochmal was. Komm, komm. Übernachtungsgutschein. Gutschein, den man an Stellen für eifriges Punktesammeln erhalten. Und daraufhin für eine Übernachtung in einem weichen Bettchen eintauschen kann. Nice! Ich muss auch sagen, ich habe da einen nochmal gesehen, also der erste, den habe ich ja nicht gemacht. Werde ich dann nachher in einer anderen Folge dann auch nachholen. Der Platz, wo ich da gerade bin, ist auch ziemlich verdächtig. Da hat so komische Steine immer rumliegen, auch auf der ganzen Karte. Und da hinter mir hat das so Bausachen, wie als müsste man da irgendwo was zusammenbauen oder vielleicht leichter irgendwie nach oben zu kommen. Oder hier nach oben zu kommen. Ich weiß es nicht. Weil auf diesen Felsen könnte sicherlich auch was sein, aber ich gehe jetzt nicht extrem auf Erkundung, gerade auf meinem Weg. Diese kleinen Monster, die habe ich natürlich auf meinem Weg. Habe ich die natürlich schon gekillt. Da gab es schon noch einige, wie soll ich sagen, ein paar, da liegt eine tote Kröte auf dem Boden. Ein paar von diesen Lager. Das ist einfach so als Info, habe ich schon alles abgeklappert. Da hinten ist auch ein spezieller Gang eigentlich, aber da gehe ich jetzt nicht gerade durch. Ich habe das Gefühl, ich komme da sicherlich auch mal wieder hin. Versteckte NPC habe ich ja auch noch bei meinem Weg gefunden. Müssen wir den auch mal noch gucken, was der da unten zu sagen hat. Sieht so aus, als möchte er irgendwie wegreißen oder so. Eine Nebenaufgabe. Er möchte gerettet werden. Er war also auf dem Weg zu den Ornis. Er möchte aus der Grube. Die Aufgabe, die Rettung des Hornisten. Die Vorbereitung ist eigentlich, er möchte mit seinem Wagen einfach wieder zurückfliegen und hier gleichzeitig rauskommen. Ich denke, er wird nach oben getrieben und ja, sieht ihn damit. Für was diese Plattform da unten eigentlich ist, weiß ich eigentlich auch nicht, weil ich habe ihm irgendwas anderes jetzt da zusammengebaut. Er möchte ja natürlich auch noch da rein. Also die untere Platte, die bräuchte es eigentlich gar nicht, aber... ich habe es jetzt auch
noch benutzt gehabt irgendwie. Auf dem Wagen sitze. Ja, steig auf den Wagen. Mal schauen. Mal schauen. Aber gut, dann vertraue ich dir einfach mal. Ja, zieh los, Junge. Zieh los. So ist kein Platz, wo ich mich hinsetzen könnte. Okay. Schade. Ist eine geile Konstruktion. Da müssen wir nochmal nachbauen. So, noch einen neuen Umbau. Sieht das gar nicht mal so schlecht aus, ne? Das heißt, er hat jetzt Platz. Kann sich easy hinsetzen. Hinten hat er Schub. Und da oben hat er auch durch diese Drachen da, hat er den Antrieb. Also, wenn das jetzt nicht klappt, dann fress ich einen Besen, Junge. Mal gespannt. Weil sitzen ist ihm wichtig. Jetzt. Und hopp. Oi! Hey, ich sitze auf dem Wagen. Er sieht schon geil aus, ne? Ja, er sitzt auf dem Wagen. Soll ich auch noch mit? Jetzt muss ich die Dings da oben benutzen, ne? Gibt es irgendein Problem? Soll ich vielleicht lieber absteigen? Ne, ist gut. Auch so, dann... ja, dann brauchst du wahrscheinlich noch Feuer, oder? Ich hoffe, es passiert jetzt nichts Komisches oder so einen komischen Fail. Weil Feuer braucht er auch noch. Aber ich komme nicht so gut auf die Decke nach oben. Das heißt... Einfach von der Felswand nach oben. Ich hoffe, das wird jetzt nicht ein Fail. So. Let's go! Nein, er muss ja raus. Er muss raus, er braucht mehr Antrieb. Mein Upgrade besteht darin, die Ventilatoren mal unten hinzustellen. Ich bin gespannt, ob das hilft. Mal schauen. Aber ob er dann nachher geradeaus fliegt, ist die andere Frage. Vielleicht muss er einfach eine Höhe erreichen. So, also drin ist er. Jetzt muss ich natürlich den Antrieb aktivieren. Wünsch mir Glück. Die Ventilatoren gehen auch unten. Höher, höher, höher und... Ah, das reicht doch nicht. So, aus Batteriegründen habe ich da nur eine Drachenstatue da oben hingestellt, die beide da wärmen wird und gleichzeitig ein Ventilator. Ich denke, das könnte vielleicht besser funktionieren. Also er sitzt eigentlich auf dem Wagen, das heißt, man könnte ihn hier irgendwie noch platzieren, wo er dann rausgeht. Aber ich habe den Wagen eigentlich schon vorplatziert. Ich wollte ihn eigentlich auch noch auf die Kisten tun, dass er ein bisschen weiter oben ist. Ja, auf den Kisten war ein bisschen fällig, die sind irgendwie zerbrochen und da muss ich alles wieder neu zusammenbauen. Drachenstatue ist noch dort oben, ich hoffe, der kippt nicht krass irgendwie um jetzt. Ich habe ein bisschen ein komisches Gefühl, aber mal schauen. Alle guten Dinge sind drei, sagt man doch so schön. Ja, ich hätte eigentlich auch den Ventilator benutzen können. Heiß, heiß, er fliegt, er fliegt, er fliegt und tschüss! Oh, ich bin aus der Grube raus. Richtig zusammengesetzt. Geil. Ja, vergesst vielleicht die Kisten. Macht das einfach so, wie ich jetzt gemacht habe. Hurra, endlich wieder frei. Huiuiui, in den Aufregungen sind Brille ganz beschlagen, sodass ich kaum was mitbekommen habe. Aber du hast mich irgendwie da rausbekommen. So viel steht fest. Tausend Dank. Wenn du nicht vorbeigekommen warst, hatte ich wohl noch einige Tage in der Grube verbracht. Ich kann es kaum glauben, dass dieser Kataklysmus ganz Hyrule verwiesen hat. Ja... Hätte ich nicht, was? Hätte ich nicht damit kopflos, also was? Hinsimle verlassen, wäre mir dieser Unfall, ja, Spaß geblieben. Die Hilfsgüter für das Dorf der Urne sind nun alle unbrauchbar. Okay, da bleibt mir nicht viel anderes übrig, als zum Assemble zügellos zurückzukehren und dort mein Bestes zu geben. Wie? Du hast mich noch nie von uns gehört? Dasselbe zügellos reisen wir von Stall zu Stall, um dort die Reisenden mit unseren Melodien zu erfreuen. Okay, jetzt im Moment müssten meine Kollegen im Stall des Waldes sein, also in Eldin. Ziemlich weit weg von hier. Ja, ich gebe erstmal den Mietwagen zurück und schließe mich dann dem SMR wieder an. Ich hoffe, ich kann an der Seite von Herrn Kappelmeister und den anderen wieder viel zu hören, eine Freude machen. Okay. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ich habe hier noch eine Kleinigkeit für dich. Zum Dank für meine Rettung. Es handelt sich um eine gar köstliche Kochzutat, die ein kleines Abenteuer glücklicherweise unbeschadet überstand. Okay, Ausdauerhonig mal 3.
Bienenstockhonig, ne, darf man zur Verfeinerung von Gerichten verwendet. Okay, also kann man mischen. Verleiht er ihnen den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Ja. Okay, macht er sich wieder auf den Weg. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Mission abgeschlossen. Da, wo ich bin, hat es noch ein cooles Lager von diesen Monstern wieder. Die drei Stück schon. Ist ein cooler Wald übrigens hier, wenn man irgendwie so Brennholz oder so braucht. Ist auch noch herzufinden, das ist noch cool. Nochmal so ein Schildehalter, wo ich da gerade auch bin. Mal schauen, wie wir dem am besten helfen können. Das sieht nicht gerade leicht aus. Heftige Dreamo-Konstruktion, die ich jetzt hier zusammengebaut habe, extra damit das hier hält. Und ich glaube, das wird sehr gut halten, würde ich mal sagen. Hoffe ich zumindest und nicht irgendwie umkippen. Da hinten bin ich mir jetzt irgendwie nicht so sicher. Da könnte man noch einen zweiten hin tun zum Balken. So, ich habe es noch am besten erweitert. Ich weiß nicht, ob das Ganze hier halten wird. Aber ich bin mal gespannt, ob das klappt. Weil da hinten geht es eben ein bisschen nach unten. Mal gucken. Da könnte man da unten zwar noch eine Verstärkung hin tun. Aber ich probiere es jetzt mal, was ich sagen werde. Wird das klappen? Wird das klappen? Wird das klappen? Los, lass los. Lass los. Großartig. Ja, eine epische Konstruktion. Hat geklappt. Ja. Schild hält auch mit meinen Teilen. Eine Belohnung. Rubin. Und noch was zu essen. Und die dritte Belohnung, eine Donnerblume. Ja, wir kommen immer näher und näher. Huh, ich habe gerade einen Felsbrocken-Boomerang erhalten. Den gab es ja eigentlich von diesen Eidechsen hier auf diesem Weg. Da gab es eben zwei Stück davon und der hat mir den Steinboomerang gedroppt. Und da, wo ich jetzt gerade bin, ist der Anfang vom neuen Winterland. Oder Umgebung. Und ich glaube, man kann sogar auch das hier machen, wenn ich das Schild benutze. Also jumpen. Also, ich meine, der Jumpen hier parieren. Parieren und springen zusammendrücken. Und gleichzeitig anvisieren. Ja, seht ihr, das geht. Ja, das zerbricht mir gerade. Ich sehe nicht mehr gerade so auf dem neuesten Stand. Okay, coole Fahrt gewesen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich immer auf diesen drei Knöpfen gedrückt halten muss, während ich runterrutsche. Aber ich muss es mal wieder ausprobieren. Ist cool. Jetzt sind wir ja im neuen Stall. Haben wir den auch noch aktiviert? Da ist auch noch irgendwie der Postbote. Nice, nice, nice. Und da liegt auch wieder neues Zeugs rum. Hyrule Tanzapfen, Feuersteine, Topfdeckel. Haben wir alles gut gebraucht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte vielleicht mal irgendwann mit den Leuten da reden. Das ist doch ein Stall jetzt gewesen, oder? Kleeblatt-Kurier. Oh nein, das ist der Kurier hier. Das ist gar kein Stall. Ja, sah aber ein bisschen ähnlich aus. Vielleicht soll ich... Ich rede mal schon ein bisschen mit den Leuten. Und der möchte Holzbüttel. Und Tanzapfen. Das ist der Stall der Orni. Alles in allem hat er eigentlich gesagt, man sollte nicht die Tanzapfen da reinwerfen, aber das möchte er natürlich, weil anscheinend erzeugen die einen sogenannten Aufwind. Wenn mal... Wow! Okay! Okay! Das wollte er damit bezwecken. Also das heißt, wenn man ein Feuerchen hat und einen Tanzapfen reinwirft, dann bekommt man einen heftigen Aufwind und kommt da ein bisschen weiter. Kein Schimmer, ob jetzt hier irgendwas versteckt sein sollte, aber das ist wahrscheinlich einfach ein allgemeiner Hinweis gewesen. Und sie hat eine Nebenquest. Ein langer Dialog hier. Anscheinend wird sie ja Pain oder Pain auftragen, mal ein paar Gerüchte nachzugehen. Okay, sie möchte auch, dass wir bei ihr da arbeiten und zeigt uns jetzt mal die Belohnung. Bin ich mal gespannt. Oh. Ich würde dir eine komplette Krötenausrüstung überlassen. Das gab es im Vorgänger auch nicht.
Damit kannst du dich an nassen Wänden festhalten, ohne abzustürzen. Ja, das ist ja cool. Besonders wenn es regnet oder so. Wenn du mit Pern zusammenarbeitest und deine Sache gut machst, gehört diese großartige Ausrüstung dir. Das könnten vielleicht 3 Aufgaben sein, denke ich mal. Oder eine für alle, ich weiß es nicht. Ah, Pern ist hier der Vogel, der Partner. Okay, in Stellen gibt es Informationen, also da muss man gut aufpassen, ne? Also von den Leuten, die sich in den Stellen befinden, geben Tipps, wie man am besten wahrscheinlich dann zu dieser Rüstung kommt oder allgemeine Aufgaben abschließt. Okay, auf der Suche nach Wahrheit. Okay, mal schauen, was sie da noch sagt. Okay, sie möchte, dass man sich ein bisschen in den Stellen einfach umhört. Sieht man auch hier. Okay. Ja, sie sagte, wenn ich meine Arbeit gut mache, gibt sie sie mir Stück für Stück. Also ich denke, da kommt sicherlich 3 Missionen dazu als Aufträge. Ja, das ist die Mission, die Wahrheit über die Sichtungen von Prinzessin Zelda herauszufinden. Also wer sie vielleicht irgendwo gesichtet hat und so. Mehr Informationen dann. Okay, mit dem musste man sogar reden, weil der fletzt jetzt sogar auch noch los. Hat man noch nicht mehr gesehen, aber ja, schneidet es ziemlich stark. Und wir sind auch hier in einer komplett neuen Umgebung jetzt. Ganz Winterzeit. Da haben wir auch noch eine Information. Flugplatz, Weg in die Schneeberge geht es in diese Richtung. Aber das möchte ich nicht. Wir müssen nämlich meines Wissens in die Richtung. Das ist der Weg. Und da vorne wartet auch noch jemand an der kaputten Brücke. Da könnte noch was passieren, habe ich noch Gefühl. Mal schauen, was Claire da dazu sagt. Ich habe gerade Pech, ne? Gibt knappe Nahrungsmittel in Orni wegen eines Schneesturms. Weil sie möchten die Vorräte irgendwie über diese Brücke transportieren und das geht jetzt nicht mehr. Und sie haben keine Ahnung, wie sie weitermachen sollen. Keine Sonne gibt es und sie wirft ein paar Hyrule-Tarnzapfen ins Feuer. Das heißt, wir können wahrscheinlich über die Brücke gleiten und dann nachschauen, was dort hinten los ist. Aber gut, weißt du was? Die brennt fast zu gut. Wenn ich zu nah dran bin, wird mir glatt die Haare. Okay. Das heißt, man muss ein bisschen vielleicht mit dem Tarnzapfen rein, ein bisschen auf Distanz gehen, oder was? Bin ich mal gespannt, was die da jetzt machen wird. Ja, da sagt sie auch, dass sie da rüber geflogen sind ins Dorf der Orni. Also ich müsste auf gut Deutsch ein paar Tarnzapfen reinwerfen und dann komme ich darüber. Jetzt habe ich natürlich den alten Tarnzapfen, den ich vorher kurz gefunden habe, schon ins Feuer geworfen. Und von der Zeit her würde ich mal sagen, machen wir das nächste Mal weiter, weil das könnte sehr, sehr spannend sein. Wir sind eigentlich bei unserem Zielpunkt angekommen. Da hinten ist mit Sicherheit wahrscheinlich das Dorf der Orni. Wir können dann sicherlich auch den Turm dann auch noch aktivieren und müssen eigentlich hier hin. Ja, dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Also bis zum nächsten Mal, hoffen wir natürlich. Und dann geht es nachher richtig los. Muss ich mal gucken wegen Tarnzapfen und wie ich denn da rüberkomme. Hey, tschüss zusammen und danke fürs Zuschauen.